So, da sind wir wieder und ich habe gerade gar keinen Plan, was wir noch machen müssten. Ich glaube, wir müssen diese Maske gegen irgendwas Wertvolles eintauschen. Aber ich habe keinen Plan, was es ist, denn wir brauchen von dem hier, wie schon mal erwähnt, das Hühnchen. Das ist ein lecker Filet hier. Entschuldigen Sie. Ja, Effendi. Weil wir brauchen es, um weiterzukommen. Sagen wir es mal so. Ich würde noch was anderes anbieten. Ich höre. Eine Lederjacke für eine Taube wäre doch fair, oder? In dieser Hitze? Sie machen Witze! Naja, gut, legen Sie die Taube zurück. Ich komme wieder. Aber sicher, Effendi. Na. Gegen irgendwas musste man diese Maske eintauschen bei diesem Händler da oben, bei Al-Jabba oder wie er hieß. Wie ist denn der Kerl? Bei Omar. Entschuldigen Sie nochmals, Mr. Omar. Ja? Kann ich meine Maske eintauschen? Fragezeichen. Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge, Dr. Jones? Machen Sie ein Angebot. Nun, wie wäre es mit diesem kleinen roten Wagen? Er gehörte einmal Rudyard Kipling. Nein, 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 nein. Nein, das ist nämlich nicht was anderes. Ich glaube, den Jojo. Wie wäre es hier mit diesem gelben Jojo? Er wurde von einer arabischen Prinzessin bemalt. Na, was sagen Sie? Na, versuchen wir es einfach mal. Ich nehme es. Sie haben einen guten Tausch gemacht, Effendi. Ob der gut war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn man musste schon ein bestimmtes Item tauschen, damit der Händler da hier auch drauf geil wird und anspringt. Entschuldigen Sie noch einmal. Hier, Effendi. Ich würde noch etwas anderes anbieten. Ich hätte hier noch was, was Schickes. Ich höre. Oh, guck mal, damals hat man noch Jojo so geschrieben. Geben Sie mal eine Taube für dieses brandneue Jojo? Ich fürchte, auf diesen Tausch kann ich nicht eingehen, Effendi. Aber es erinnert mich daran, meinen Sohn etwas zum Geburtstag zu besorgen. Na toll, das war nämlich gerade ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich lege die Taube zurück, legen Sie die Taube zurück, ich komme wieder. Aber sicher, Effendi. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich das Jojo nochmal tauschen kann. Dann tauschen wir das Jojo einfach mal gegen noch irgendwas anderes, Wertvolles. Rede mit Omar Al-Jabbar. Entschuldigen Sie nochmals, Mr. Al-Jabbar. Ihr, Dr. Jones. Kann ich mein Jojo eintauschen? Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge, Dr. Jones? Etwas für einen Jungen, bitte, wenn es geht, wenn Sie was davon hätten. Noch etwas? Machen Sie ein Angebot. Nun, wie wäre es mit diesem Baseball? Er wurde von einem gewissen Lou Jory signiert. Das könnte doch zu einem Jungen passen. Ich nehme es. Ja, das nehmen wir doch einfach mal. Sie haben einen guten Tausch gemacht, Effendi. Ich hoffe. So, dann gehen wir nochmal zurück. Und versuchen das gleiche das Ganze noch einmal. Wir reden dann nochmal mit dem mysteriösen Händler in Gelb. Entschuldigen Sie nochmals. Vielmals. Ihr? Ich würde noch was anderes anbieten. Etwas total anderes für den Sohn. Ich höre. Ich bitte diesen signierten Baseball für eine Taube, der so ziemlich wertvoll ist. Ich fürchte, auf diesen Tausch kann ich nicht eingehen, Effendi. Er passt einfach nicht zu der Farbe meines Hauses. Ja, nee, jetzt wird's langsam lächerlich. Dann leg mal die Taube zurück. Ich werde mal gucken, was ich machen kann, damit ich noch was finde.
Blablabla. Muss ich FND? Okay, der Baseball war es auch nicht. Hoffentlich langweile ich euch damit jetzt nicht großartig. Entschuldigen Sie nochmals. Hier, Dr. Jones. Was wollen Sie denn nun schon wieder? Ach, kann ich meinen Baseball eintauschen? Ach, haben Sie etwas Bestimmtes im Auge, Dr. Jones? Naja, wie schon mal erwähnt, etwas für einen Jungen, bitte. Noch etwas, Dr. Jones? Machen Sie ein Angebot, bitte. Nun, wie wäre es mit dieser Voodoo-Puppe? Sie wurde aus Holz vom Schwarzwald geschnitzt. Passt das zu seinem Haus? Ich nehme es doch einfach mal glatt. Ich hoffe, damit muss ich nicht nochmal zurückkommen. Sie haben einen guten Tausch gemacht, Effendi. Hier ist irgendwas. Ich glaube, das wird auch nichts. Diese Voodoo-Puppe wird uns wohl auch nicht groß weiterhelfen. Ich fasse es nicht. Jetzt sind schon 10 Minuten euch gelangweilt mit Entschuldigen Sie Sätzen und Ja, Mr. Effendi Sätzen und Tauschgeschäfte. Ja, hör mal, lieber, ich habe hier noch was anderes zum Anbieten. Ich höre. Ich gebe Ihnen diese süße Voodoo-Puppe für eine Taube. Nee, das wird nicht. Ich fürchte, ich auf diesen Tausch kann ich mich nicht eingehen, ich finde, und bla bla bla. Verstehen Sie? Es passt einfach nicht zu der Farbe meines Hauses. Mann. Ich lausche. Darauf komme ich nochmal zurück. Zu Ihren Diensten, Effendi. Arg, das sind jetzt 7 Minuten, womit ich euch gelangweilt habe mit einer dämlichen Tauschaktion, die nicht enden möchte anscheinend. Entschuldigen Sie nochmals, Al-Jabba, ich hab's aber heute echt. Hier, Dr. Jones, was können Sie nun schon wieder? Ja, ich möchte mal wieder mal tauschen, diesmal diese Voodoo-Puppe. Ja, haben Sie was Bestimmtes im Auge, Dr. Jones? Ja, etwas für den Jungen, bitte. Noch etwas? Machen Sie ein Angebot, bitte. Nun, wie wäre es mit diesem kleinen roten Wappen? Er gehört einem Rudyard Kipling, das wissen Sie aber schon. Ja, ich nehme es einfach mal. Ich hoffe, diesmal haben Sie einen guten Tausch gemacht, Effendi. So, jetzt haben wir einen roten Wagen. Das ist was für einen Junge und das ist rot. Ha? Das könnte ja jetzt mal langsam zu deinem Haus passen. Hoffe ich. Entschuldigen Sie noch einmal. Ja, Effendi? Ich würde mal wieder was anbieten. Ich habe da was Feines wieder für Sie vorbereitet. Ich höre. Ich gebe Ihnen diesen kleinen roten Wagen für eine Taube. Wären Sie so zu freundlich? Das wird ein schönes Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn. Eigentlich. Und es passt so schön in der Farbe. Hier nimm eine Taube. Danke sehr. Vielmals. Nach 1000 Versuchen. So, jetzt geht's endlich weiter. Nach 8 Minuten haben wir das Rätsel zur Lösung endlich gefunden. So, nun gehen wir zu dem armen Bettler, der hier ist. Der verkauft nämlich eine Karte, die wir gut gebrauchen können. Rede mal Hallo da. Ja, ein wohlhabender Amerikaner, wie? Ja, ja, hier. Was machen Sie hier auf der Straße, mein Lieber? Ich bin ein Bettler, Effendi. Sehen Sie das nicht? Es ist mein Job, hier zu sein. Tja, heute gibt es sogar ein Sonderangebot. Gib mir was zu essen und ich gebe dir ein tolles Geschenk. Nun lass mich wieder meiner Arbeit nachgehen, bitte. So, gib Taube am Spieß an Bettler. Entschuldigen Sie, bringst du was zu essen? Hier. Danke sehr, Effendi. Hier ist Ihr Geschenk. So, da haben wir nämlich, schau an, Ballonkarte, da steht drauf, Tageskarte, Karimis Aussichtsflügel. So, und dann gehen wir auch gleich zu dem Dach da, damit wir ein wenig mit dem Ballon fliegen können.
Denn das haben wir jetzt nämlich gerade wohl verdient gewonnen. So, da sehen wir auch schon den Ballon, den wir gleich benutzen werden.